Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück hier bei Pathfinder Kingmaker. Das letzte Mal gab es ein sehr, sehr abruptes Ende, weil mein Aufnahmeprogramm abgestürzt ist, aber zum Glück erst am Ende. Das war eine ganz, ganz komische Situation, aber das interessiert euch wahrscheinlich nicht. So, auf jeden Fall, alles scheint wieder zu gehen und wir werden jetzt das tun, was wir tun müssen. Wir berichten vom Tode des Hirschkönigs. So, das Lustige ist nämlich, als ich nämlich das letzte Mal genau das hier gemacht habe, ich habe nämlich auf M gedrückt, um die Karte zu aktivieren, da stürzte das Spiel ab. Man muss es hoffentlich nicht verstehen. So, interessanterweise scheint es da oben allerdings noch weiter zu gehen. Lasst uns doch erstmal nochmal da oben hingehen. Ich bin nämlich da nie weitergegangen, seitdem wir dann quasi hier diesen Bereich gefunden haben, ne? Vielleicht gibt es da noch mehr zu sehen. Und hoffentlich nicht nur noch mehr Untote. Sie hat immer den Bogen ausgewählt. Warum? Sie scheint jetzt sich nicht mehr daran zu erinnern, dass sie nicht den Bogen auswählen soll. Okay, also hier finden wir sonst nichts mehr. Hier auch nicht. Nee, hier gibt es tatsächlich leider nichts mehr. Ja, dann laufen wir einfach jetzt hier nochmal über diesen Weg hier zurück. Ich wette, dass ich hier immer noch nicht ruhen könnte, aber ist mir jetzt auch egal. Wie viele Erfahrungspunkte fehlen uns eigentlich noch? Boah, 130. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen. Also man hätte, glaube ich, das auch schaffen können, auf Level 5 zu kommen mit maximaler Anstrengung. Und jede Menge Gedöns außenrum, dann hätte man mit Level 5 gegen den Hirschkönig gekämpft. Das wäre sicherlich möglich gewesen. Lasst uns erstmal nur die wertvollen Sachen mitnehmen. Sowas. 12 Pfund, 3, komm, 12 ist auf jeden Fall gut. Das ist 50. Warum habe ich das nicht so vorher genommen? 3, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ist, glaube ich, nichts Besonderes dabei, ne? Ne, wir nehmen die Sachen, die natürlich 12 bringen, als allererstes mit. Dann, das bringt 3, das bringt 5. Bin mal gespannt, ob ich alles mitbekomme. Ich scheine alles mitzubekommen. Cool. Dann können wir ja gehen. Wir müssen echt gucken, dass Lindsay so gut wird wie sie in Tricks. Das ist momentan wirklich noch so ein richtiges Manko. So, auf geht's zurück. Wir berichten von unserer Heldentat, dass wir den Druiden auch erschlagen haben. I need to catch my breath. Was? Alle deine Charaktere sind erschöpfte Charaktere, können keinen Sturmangriff durchführen, nur allein ein Maß. Fähigkeit, wenn sie die vollständige Ausrüstung haben, sind Charaktere nicht mehr erschöpft. Möchtest du dich ausruhen? Ja? Ach, jetzt geht's! Entschuldigung, ich bin gerade eben ein bisschen irritiert, dass ich jetzt hier ruhen kann. Warum kann ich jetzt hier ruhen, mitten auf dem Weg? Fortfahren? Ach. Dann wird aber komischerweise nicht gekocht, oder was? Was war denn das gerade eben? So, ich könnte hier jederzeit... Kann ich jederzeit hier draußen das klicken? Dann bin ich zu doof gewesen. Oh nein, ich war zu doof. Das mag ich jetzt erst 30 Folgen später. Ah. Weil hier die Anordnung eine andere ist. Ich habe halt da nur ganz, ganz kurz hingeguckt, ne? Und deswegen... Oh Gott. Ihr habt es garantiert schon kommentiert und gesagt, bist du doof? Du hast da unten nicht gesehen, dass du da rasten kannst. Ja, seht ihr nämlich, die Anordnung ist hier nämlich eine andere, ne? Ich habe nämlich jetzt hier das Lagerfeuersymbol hier und ich habe einfach nur dahin geguckt. Ich habe so eine selektive Wahrnehmung, Leute. Das ist mein Problem. Wenn dann jetzt plötzlich allerdings das Lagerfeuersymbol hier ist, dann sehe ich das tatsächlich nicht. Klingt komisch, ist aber tatsächlich so. Ach ja. Vance, komm. Stirb. Was bist du überhaupt? Eine verbesserte Schockechse. Ich finde es schockierend, diese Schockechse hier zu bekämpfen. Vor allem,
weil wir halt quasi dafür anhalten müssen. Ich wette, wir hätten ja auch unmöglich ausweichen können. Mir fehlt so ein bisschen Musik hier im Ladebildschirm. Yeah, Survivor. Ja, wir fahren fort, wir sind fast schon da. I require rest. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein. Wir haben doch gerade eben erst. Gut, wir tragen auch schwer. Das Spiel will jetzt unbedingt... Ich interpretiere jetzt daraus, das Spiel will einfach nur noch unbedingt dafür sorgen, dass wir es ja nicht in der Zeit schaffen, ne? Ja, nicht in der Zeit, dass quasi die Mission schaffen. Bam! Komm, tötet es. Schon vorbei. Und jetzt beschweren sie sich garantiert, dass ich nicht reisen kann, ne? Jetzt kann ich nicht mehr reisen, weil ich überladen bin. Sehr schön. Körperliche Verbesserungsgeschicklichkeit. Hallo? Ich hatte doch gesagt, dass ihr dahin sollt. Aber sie haben es anscheinend nicht gerafft. So, Ruhepause beginnen. Harem, do you really prefer to feel insignificant? Like your whole life is useless? Do I like it? Hmm? Does that matter? All that matters is that this is the truth, little storyteller. I came to learn the truth. I humbly accepted it, and now I share it with others. Yet you keep consoling yourself with shallow tales of hope. Und sie antwortet gar nicht darauf, als ob das jetzt wahr wäre, was sie sagt. Kocht denn niemand bei uns? 1, 2, 3, 4, 5? Hä? Hab ich irgendwie vergessen, jemanden da noch einzuteilen? Onwards. Ich glaube, ich habe jemanden vergessen, zum Kochen einzuteilen, oder? Ist nur so eine These. So, fortfahren. Bitte diesmal ohne Erschöpfung, ohne irgendwas anderes noch. Ich würde ganz, ganz gerne mal sehen, wo dieser Erschöpfometer ist. Also wie genau determiniert das Spiel, wann ich erschöpft bin? Oder jeder einzelne Charakter. Es scheint ja konstitutionsabhängig zu sein. Da frage ich mich, ist es einfach nur ein Würfelwurf? Oder ist es wirklich einfach nur eine gewisse Menge an Stunden plus bzw. minus entsprechenden Konstitutionsmalus oder Bonus? Das würde mich interessieren, aber... Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht wisst ihr es ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, erstmal wird es hier wieder Zeug vertickt. Das ist der geile Resistenzumhang. Das sind die komischen Notizen von dem... Nugra. Ich glaube, die brauchen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Die müllen uns hier einfach nur Zeug voll. So, dann kommt das hier alles weg. Weg, 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 weg. Ich gucke gerade eben nur... ganz angestrengt, dass ich jetzt auch hier ja, einen Holzteller, ja, das war ganz wichtig, dass wir den mitnehmen. Ne, echt jetzt Öl. Kann man, glaube ich, lesen. Mache ich jetzt aber nicht. Verkauf. Ich glaube, diese Bücher sind nicht wirklich es wert, dass man sie näher genau anguckt, außer man interessiert sich für die Geschichten dahinter. Das sind, glaube ich, tendenziell auch eher nur Geldquellen. Diamantenstaub. Staub, der beim Schleifen eines Diamanten zurückgeblieben ist, ein Händler würde viel Geld dafür bezahlen, kann auch verwendet werden, um bestimmte Zauber zu wirken. Oh, dann sollten wir den echt behalten. Da, jede Menge Rüstungsgedöns. Weg mit. So, geschafft. Den Waffenrock behalten wir, das rostige Hufeisen nicht. Die glänzende Schuppe auch nicht. Das hier auch nicht. Käse. Wir haben Käse. Das ist so wenig Geld eigentlich. Das ist schon lächerliches. Gut. Und jetzt können wir es ihm sagen. Der Hirschkönig ist Geschichte. Wir haben seine Festung gefunden und diesen Miskel ins Jenseits geschickt. Zwar schon vor mehreren Tagen, aber erst jetzt sage ich es dir. Weil du ein gemeiner Untertan bist. Oleg Leviton so meint, Oleg sieht dich mit respektvoller Bewunderung an. Und das ist gut so. Vielleicht können wir ja jetzt tatsächlich in den Raublanden leben, anstatt immer nur zu versuchen zu überleben. Oleg seufzt.
Zweifellos werden jetzt mehr Leute hierher kommen. Ich wollte doch immer alleine sein, deswegen habe ich hier einen Handelsposten aufgemacht. Der Handel wird aufleben, aber der Lärm, den all die Besucher machen werden, nun, das ist wohl nicht euer Problem. Sag ich ja gerade eben, wisst ihr, also, der macht einen Handelsposten auf, will aber keine Leute haben. Du bist ein komischer Kauz. Ich wette, ihr könnt es kaum erwarten, nach Restorf zurückzukehren und von eurem Sieg zu berichten. Warum soll ich nach Restorf zurückkehren? Okay. Restorf wartet. Wir werden umgehend aufbrechen. Ich wusste nicht, dass wir sofort einfach dahin gehen. Der Nebel scheint sich zu lichten, aber wir sollten warten, bis er sich ganz verzogen hat. Ich werde einstweilen einige Vorräte zusammenstellen, damit ihr die Heimreise nach Restorf genießen könnt. Okay. Jetzt muss ich hoffentlich nicht selber laufen, so wie es aussieht. Das ist hoffentlich jetzt einfach quasi kurz so geskriptet, dass ich da hinkomme. Na, Gott sei Dank. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the stolen lands and return with the Stag Lord's head. But I knew you could handle it. Wenn sie jetzt quasi eine böse Charaktöse wäre, dann würde sie sagen so, haha, danke, dass ihr mir die Baronie geschenkt habt und jetzt sterbt, Bastard. Das wäre was, was ein böser Charakter machen würde. 600 Erfahrungen erhalten. Congratulations are in order. Today you'll receive the title of Baron before the High Society of Restov and even Natala Sertova personally. God's bless her. Wer auch immer das Tomorrow ist. You'll be able to return to the stolen lands if you wish. But this time as a ruler. Yeah, ich bin der Herrscher über einen Landstrich, in dem niemand wohnt. But matters of state can wait. For now, enjoy this feast in your honor. All the city leaders are here. It's a great opportunity to make some useful connections. Good. Speaking of connections, let me introduce you to Kasil Eldori. He's my adopted son and apprentice. He's a trustworthy man. I'd like to send him with you as an envoy. Das ist auch wieder so ein Halborg. Sag mal, wie viele Halborgs laufen in diesem Spiel rum und der hat auch diese dämliche Frisur, so wie wir. Kasil Eldori. Ja, tatsächlich. Das ist, wäre sogar eines der möglichen Bilder gewesen. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir dieses Bild gewählt hätten, würde er so aussehen. Weil guckt euch mal das an, ne? Rein von den Klamotten her und so. Ganz eindeutig. Wir haben ihm sein Bild weggenommen. So, Kasil, ein junger Halborg mit makellosem Auftreten, verneigt sich mustergültig vor dir. Jamandi, was für ein Spiel spielt ihr hier? Ich denke, ich habe das Recht, es zu erfahren, oder? Ich brauche keinen Gesandten. Wisst ihr schon von meiner Begegnung mit Tartuccio? Danke, ich werde jetzt mit den Gästen sprechen. Erstmal direkt, sag mal, den Typen ignorieren. Wir sind jetzt so richtig schon unhöflich. Of course. Keston gave me a full report. You dealt with the scoundrel perfectly. It would be naive to think that none of your neighbors will try to stick their hands in your affairs. Especially that sly fox Irrevetti. Gut. So, und jetzt erstmal sage ich quasi, okay, und jetzt möchte ich wissen, was du eigentlich hier spielst. Yes. Yes, you certainly have that right. But tell me, how well do you know Brevoy's history or the current political atmosphere? It won't be an easy explanation. Oh Gott, das muss ich auch noch denken, denkt er sich. Gut, was muss ich über diese Geschichte von Brevoy wissen? What's now called Brevoy was originally two different countries, Rostland and Issia. 200 years ago, they were stuck in constant squabbles. Then, Coral the Conqueror showed up and united the two states into one. Such diplomatic tricks are easy to manage when you have dragons at your disposal. Okay, viel wichtiger ist es, dass so etwas zusammenhält, auch nachdem man nicht mehr da ist. Das ist ja meistens das Problem, dass dann solche Reiche auseinanderbrechen. The so-called noble houses of Brevoy, mainly Sertova, Orlovsky and Lebeda, once ruled over Issia. We, the Eldori, ruled Rostland. The royal house Rogarvia, founded by Coral the Conqueror, forced us into obedience. But 200 years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread, and that thread grows ever weaker. Moment, das heißt also, du hast noch einen Herrscher über dir, den du nicht akzeptierst, obwohl es 200 Jahre her ist? Okay, ich habe jemanden gefunden, der noch dümmer ist als Valerie. was muss ich sonst noch über die politische Stimmung wissen? We,
The Aldori and the great noble houses spent 200 years under the rule of invaders. The royal house Rogavia. We plotted, we schemed, we stabbed each other in the back. But open confrontation was out of the question. But a few years ago, House Rogavia disappeared. No one knows how or why, but one day, their manors were just empty. And the force that held Brevoy together, that kept us from a bloody feud, ceased to be. Okay. Das ist sehr verwirrend. Ich gebe zu, das ist wirklich sehr verwirrend, was sie gerade eben sagt. Sie will mir also weismachen, dass die Leute, die sie verabscheut, dass sie über ihr König waren, wo sie über Jahrhunderte quasi, also seitdem sie existieren, quasi durch Intrigen und Dolchstechereien und Giftmorde und was weiß ich was im Grunde sozusagen sich beschäftigt gehalten haben, die sind von heute auf morgen einfach weg gewesen. So, weg. Also nicht irgendwie den letzten Mord, sondern weg. Und das scheint sie jetzt zu stören, weil dadurch jetzt hier das Königreich auseinanderbricht. Wo kommen jetzt wir bitte schön hier ins Spiel? Brevoy is currently ruled by the House Sertova, the former kings of Issia. But their power pales in comparison to that of House Rogarvia, when they were here. So now Sertova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood. But peace between us is also out of the question. Aha, okay. Also es gibt noch diese anderen beiden Königshäuser, die anderen beiden Häuser, halt völlig egal, wie sie jetzt heißen. Ich verstehe bloß trotzdem nicht, warum Frieden keine Option ist. Wahrscheinlich wollen, also ich weiß jetzt nicht, ob es an ihr liegt oder ob es an den anderen liegt, aber... Gut, ja, wir haben ein Machtvakuum. Halten wir fest, wir haben ein Machtvakuum und das will gefüllt werden. Momentan haben sie es gefüllt. Ich weiß noch nicht, wie sie es geschafft haben, es zu füllen, aber die anderen finden das natürlich jetzt kacke. Weil natürlich die jetzt historisch sagen, hey, unser König von unserem komischen Rogavia-Haus, also dem wir unterworfen waren, hat immer geherrscht und euch hier richtig schön gemobbt. Und jetzt seid ihr Herrscher und wir finden es doof, dass ihr nicht mehr gemobbt werdet. So sieht's für mich momentan aus, okay? Welche Rolle spielt denn ich in euren Plänen? Ja genau, die Frage habe ich auch schon gestellt. Rustland wants to regain its independence, and we will regain it. The power the Issians hold over us is humiliating and costly. And the Sertovas won't give us our freedom without a fight. That is, unless there is some external power that can force everyone to sit down and talk. Do you see where this is going? Und ich soll jetzt innerhalb von einem Jahr ein Land aufbauen, das für die als Macht gilt? Mädel, du überschätzt meine Fähigkeiten ganz gewaltig. Und die Realität unterschätzt du ganz gewaltig. The stolen lands are disputed territory. Brevoy can't appropriate them without raising protests from each of the neighboring states. However, if some brave people were to found independent states on that land, it would be another matter entirely. My hope is that you and your future neighbors, Baron Hannes Drelev and Captain Magor Varn, will become our allies. But even your neutrality would introduce a powerful counterbalance to the aggression of the noble houses. Maybe, with your help, the inevitable division of Brevoy can occur without too much pain. Vielleicht werden wir auch einfach selber König. habt ihr eigentlich keine richtigen Verbündeten? Ich meine, ihr scheint das ja schon seit 200 Jahren so zu machen, ne? We hope to get some help from the Myvani Aldori, the descendants of the Swordlords who have fled from Coral's Rage to build a new nation in the south. But the Issians know this well and are doing everything they can to deny us this help. I won't go into details, but if my intelligence is correct, if a civil war starts in Brevoy, Myvan will be too occupied with its own inner troubles to interfere. Okay, also dieses Myvan scheint auch kein Interesse daran zu haben, dieses Land jetzt einfach zu erobern. Ganz im Ernst, das ist doch eigentlich der Moment, wo normalerweise externe Reiche sich sowas hier versuchen einzuverleiben. Aber anscheinend gibt es da niemanden. Außer uns vielleicht. Okay, und welche Rolle spielt Restov in diesem Spiel? Restov is a free city. Proud of its independence from everyone, including the Aldori Swordlords. But when it comes to Rostland's liberation, our goals align.
This whole plan is our joint creation with Lord Mayor Yosef Salemius. Und den muss man wissen zu kennen? Keine Ahnung. Okay, wenn Nathala schon hier ist, warum hat sie zugelassen, dass sie mir diesen Titel gewährt? Actually, she could still intervene and disrupt the proceedings. But she's a Sertova. Their games are always complex and multi-layered. They're always looking for ways to turn defeat into victory. If she's decided to allow you to become a Baron, it means she already has some idea of how she can turn it to her benefit. Let's consider how she could do so. Aha, das ist aber sehr berechenbar. Das ist aber sehr berechenbar für im Haus Sortova, dass sie erstmal so, wir lassen uns erstmal den Rand der Niederlage schieben und dann drehen wir es nochmal um. Das geht irgendwann schief, aber sowas von. Ja, wahrscheinlich dieses Mal. Maybe she understands that Rostland will inevitably separate and she doesn't want a war. In that case, new states in the stolen lands give the Issians a reason to sit down and talk without losing face. But that's an optimistic view. And truth be told, it doesn't quite match up with what we've come to expect from the Sertovas. Ja. The more likely scenario is that Nathala wants to win you over to her side. If war breaks out and at least one of you stabs us in the back, Rostland will be surrounded by enemies. That might be enough to bring about our downfall. But you would fall first, and your newly formed states would be left in ruin. The Issians always like to have someone around to pull their chestnuts out of the fire for them. A piece of friendly advice? Don't do business with House Sertovas, no matter what promises they make you. Any deal with the noble houses is a deal with devils. Und ich wette, das werden sie über euch auch sagen. Okay, wie geht's jetzt weiter? How should I know? We're in the middle of a big game. And today, you move from being merely a piece on the board to being one of the players. Danke, dass du ehrlich zu mir bist. Das ist aber gut. Das heißt, dass ich jetzt als Player natürlich selber entscheiden darf, was passiert, ne? Also, selber König werden. Das Spiel heißt ja nicht umsonst Kingmaker. I hope you have a better understanding of what's at stake. Gut, ich brauche keinen Gesandten. Don't think I'm trying to impose a nanny or a spy on you. We're neighbors now. You'll need someone knowledgeable about Brevoy's politics to act as an ambassador to your court. If you don't like Cassil, you're free to choose someone else, but I won't be able to vouch for the loyalty or trustworthiness of another envoy. Ja, das Problem ist bloß, der ist garantiert dir treu, ne? Also, Gesandte sind immer so ein Problem. Ach, im Grunde ist es egal. Ich werde jetzt mal mit den Gästen sprechen. Enjoy your evening. When you're ready for the official part, come to me. Ja, wir müssen den halt einfach um den Finger wickeln irgendwie oder im Zweifelsfall beobachten. Wie heißt es so schön? Halte dir deine Freunde nah und deine Feinde noch näher, ne? So, mit wem kann ich jetzt hier reden? Lander. Hi. Ein attraktiver, gut gekleideter junger Mann von etwa 17 Jahren sieht dich freundlich lächelnd an. Ah, der berühmte Bezwinger der Bande des Hirschkönigs und zukünftiger Baron. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Mein Name ist... Jetzt muss ich echt nachdenken. Lander. Nur Lander, ganz ohne Nachname, ohne Titel. Nun sagen wir einfach, ich bin inkognito hier. In meinem Fall ist es klüger, seine Abstammung für sich zu behalten. Okay. Um ehrlich zu sein, genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Ihr müsst wissen, ich bin ein Erbe eines der Adelshäuser von Brevoy. Hab ich mir schon gedacht. Ich werde euch nicht sagen, um welches Haus es sich handelt, aber ein frisch ernannter Baron ohne Kontakte täte gut daran, einen Freund wie mich zu haben. Sag mal, glaubst du wirklich, dass die anderen nicht wissen, wer du bist? Das ist doch lächerlich. Es wird doch garantiert jemanden geben, der ihn erkennt. Das wissen doch, also, wenn die Rumors hier sich quasi so hier verbreiten, ist doch nicht so, dass er zum allerersten Mal seine Burg verlassen hat und keine Sau ihn als Kind oder als Heranwachsender gesehen hätte, um ihn zu erkennen. Das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Oder haben die ihn wirklich ewig quasi in so einem Kämmerchen gehalten? Ich reise im Geheimen durch das Land, ohne Dienerschaft, und mir selbst ein Bild davon zu machen, nicht durch das Fenster einer Kutsche, sondern im Gespräch mit seinen Bewohnern. Meine Familie würde das natürlich niemals gutheißen, also habe ich sie gar nicht erst um Erlaubnis gefragt. Ich muss Brevoy kennen, wenn ich es eines Tages als Teil davon regieren soll. Aha.
Ich weiß, dass euch Jamandi ihren Stiefsohn als Botschafter von Brevoy aufs Auge drücken will. Lehnt ihn ab. Nehmt mich stattdessen. Aha. Vergesst mein Alter. Während sie diesen Halborg beigebracht haben, ein Schwert zu schwingen, wurde ich von Kindesbeinen an zum Herrscher erzogen. Ich wäre weitaus nützlicher für euch. Und jetzt auch in Zukunft, sobald ich einen festen Stand innerhalb meiner Familie habe. Ganz im Ernst, Junge. Regieren brauchst du die Raublande gerade eben noch gar nicht. Wie dumm bist... Also ich... Hier sind nur Idioten um mich rum. Oge Otto ist total am Durchdrehen. Nur Idioten um mich rum. Ja, der kommt hierher, drückt mir aufs Auge, dass er inkognito hier ist. Und dann wird... Übrigens, ich bin inkognito hier. Ich sagte aber nicht, aus welcher Familie ich bin. Aber ich gehöre zu einer der großen Familien. Gut, eine ist schon mal raus. Dann gibt's ja nur noch zwei. Oh, fuck my life. Weil ja die anderen da, die Rostov oder wie die heißen, die gibt's ja schon nicht mehr. Wie gesagt, dann gibt's nur noch zwei, die übrig bleiben. Also gut. Gehört ihr dem Adel von Restov an? Was für eine blöde Frage. Oh nein, ich bin nicht von hier. Ich bin nur ein Besucher, könnte man sagen. Ich wollte die Helden, die die Grenzländer befriedet haben, einfach mit eigenen Augen sehen. Und der Bürgermeister war so freundlich, mich zu diesem wunderbaren Fest einzuladen. Also weiß der Bürgermeister, wer du bist. Ich sag doch, es gibt garantiert Leute, die ihn kennen. Und wenn der Bürgermeister ihn kennt, oder zumindest ahnt, wer das ist, irgendjemand würde ihn gesehen haben, irgendjemand würde die Nase erkennen, die Tatsache, dass er weiße Haare hat, irgendetwas, dass einer die sagt, ja, der gehört zu dem Familienclan. Ganz eindeutig. Das ist doch normal. Das ist so ganz typisch. Na gut, er scheint ein ziemlicher Dösbaddel zu sein. Also, ja, ist gut, mein kleiner Inkognito-Adliger. Ich gehe da mal da drüben hin. Erzähl mir doch bitte mal, was ihr hier genau macht. Ich reise im Geheimen durch das Land ohne Dienerschaft, um mir selbst ein Bild davon zu machen. Ja, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch gerade eben schon mal gehört. Okay, sag mir, das ist irgendwie ein Bug, glaube ich, weil er das genau dasselbe gerade eben schon mal gesagt hat. Na, wenn wir hochscrollen. Hier, genau den Text hatten wir gerade eben schon mal. Sag mir noch einmal, was ihr von mir wollt. Ich weiß, dass ich niemand, der ihren Stief... Das hat er auch schon mal gesagt. Genau dasselbe. Doppelt gemoppelt am Laufenden. Okay, ich werde über Angebot nachdenken. Das heißt, nein. Ich rufe dich an. Ruf ja nicht mich an. Ja, mach das, aber seid vorsichtig. Ja, genau, sagt er mir. Er sagt mir, ich soll vorsichtig sein. Gott. Lord Einfallspinsel. So nenne ich ihn am besten. Was ist das? Mega warm. Dieser Mann fühlt sich auf dem Schlachtfeld ganz offensichtlich wohler als in der Gesellschaft von Adligen. Er ist gut gebaut, aber... Too much information. Aber sein teurer Wams passt ihm nicht richtig. Ja, ich weiß warum, weil er gut gebaut ist. Als hätte er ihn sich von jemandem geborgt. Sein Gesicht ziert einige verblasste Narben und sein dunkles, zu einem umgekämmten Pferdeschwanz gebundenes Haar ist von einigen grauen Strähnen durchzogen. Er begrüßt dich mit einem breiten Lächeln und einem festen Handschlag. Gestatten mir, mich vorzustellen. Ich bin mega warm. Ich bin ja mega warm. Also es ist immer wenn ich auftauche, wird vor mir mega gewarnt, ne? Deswegen heißt der Megawarn. Der neue Herrscher von Dunkelwacht, eurem östlichen Nachbarn. Ah, okay, gut zu wissen. Ich soll wie ihr zum Baron ernannt werden. Großartige Arbeit mit dem Hirschkönig übrigens. Nicht jeder könnte eine ganze Bande von Banditen mit so wenigen Getreuen ausheben. Ja, war mehr so wie Wasser, also wie so eine Eimerkette, so Wasserschaufeln. Hat eine Weile gedauert. Wie habt ihr euch diesen Titel als Baron eigentlich verdient? Ehrlich gesagt waren meine Leute nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe nicht erstmal gelesen wegen dem N. Jamandi Aldori braucht einen verlässlichen Mann, der das Gebiet einnimmt und verwaltet. Ich bin der Hauptmann einer Gruppe von Söldnern. Falls euch das entgangen ist. Die Warling-Horde, habt ihr schon von ihr gehört? Nein, egal. Ja. Und wie fühlt es sich so an als Adliger? Betrachtet grinsend seine teuren Gewänder. Wie ein Fasan auf einem Teller. Ich habe unzählige Monster getötet, aber heute habe ich das erste Mal das Gefühl, wenn ich mich umdrehe, werde ich gefressen. Ja, schön. Mach's gut. Gut, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, meine lieben Freunde. Die Krönung und so. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und Ade.